Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns direkt in die Schwierigkeit gehen dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt. Denn da gibt es auf der einen Seite in der Geschichte, die Jesus uns heute präsentiert im Evangelium, diesen großzügigen Herrn, der eine unglaubliche Schuld schenkt, 10.000 Talente, das ist ein unvorstellbares Vermögen. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Darlehen, das man bei der Kreissparkasse für ein kleines Häuschen holt. Das ist ein Vermögen, das kann man sein ganzes Leben nicht erwirtschaften. Das sind Ländereien, das sind Besitzungen in der damaligen Zeit, eine Größenordnung, und Jesus weiß das, die man sich nicht vorzählen kann, nicht richtig vorstellen kann. Also ein König, der als Vergleich zum Himmelreich dient, der diese Schuld schenkt, der sie erlässt, weil er Mitleid hat mit diesem Jammerlappen, der es nicht gebacken kriegt, der ihn anfleht, und sein Herz lässt sich erweichen. Schön, das mögen wir. Das ist doch toll. Das ist eine gute Geschichte, sagen wir, wenn wir sie nicht ganz lesen. Wir können das machen wie moderne Ausleger, die sagen, ja, der Schluss gehört nicht dazu, der ist später. Das haben die irgendwie so später ins Evangelium reingefriemelt, der Matthäus oder noch später, weil das zu glatt ist. Dass nämlich der gleiche König sehr zornig ist und die Folterknechte ruft, das mögen wir irgendwie nicht. Und man kann dann nachlesen, wie all die Auslegungen, die die Kirchengeschichte geprägt haben, etwa des großen Auslegers Johannes Chrysostomus, dann doch irgendwie auf dem falschen Pferd waren. Was man daran ablesen kann, ist nicht die Wahrheit des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, sondern unsere eigenen Vorlieben. Sonst wird Jesus gefeiert als genialer Geschichtenerzähler, aber wer, er erzählt etwas, das uns nicht in den Kram passt, dann ist das schon wieder Makulatur. Dann hat er das am Ende gar nicht erzählt, sondern es hat jemand anderer ins Evangelium reingefummelt. Um was zu tun? Kaum etwas wie dieses Gleichnis, liebe Schwestern und Brüder, liegt in der ganzen Linie des Matthäus-Evangeliums. Und es müsste uns eigentlich sehr vertraut sein. Und es sollte uns auch manchmal nachdenklich machen, dass wir immer dazu neigen, ohne Ausnahme, uns das Angenehme herauszusuchen, das herauszuhören. Und den Rest lassen wir unter den Tisch fallen. Also es ist nicht nur die Schuld der bösen Exegeten heutzutage, sondern wir alle haben diese Tendenz in uns. Jesus sagt es so oft: Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. In der Art und Weise, wie ihr vergebt, wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Was bitteschön beten wir eigentlich im Vater unser? Vergib uns unsere Schuld, und zwar genau in dem Maße, in dem auch wir sie unseren Schuldnern vergeben. Nicht, wie wir das im Buch Jesus Sirach in der ersten Lesung hörten. Bitte. Meine Schuld, die musst du mir vergeben. Aber der Drecksack hier nebenan, wie komme ich denn dazu, dem auch nur einen Millimeter entgegenzukommen? Ja, das ist eine Entschuldigung. Der hat mein Ehrgefühl verletzt. Der hat einen halben Meter über die Grenze gebaut. Der hat sonst irgendwas gemacht. Der hat ein böses Wort gesagt. Ja, wie, Entschuldigung. Also da hört der Spaß aber auf. Aber bitte, lieber Gott, so einen kleinen Ehebruch, ach ja, da mag ich jetzt mal nicht so kleinlich sein. Das macht heute jeder. Anwesende ausgenommen natürlich. Wir messen so sehr mit zweierlei Maß. Unsere Gesellschaft infiltriert uns auch entsprechend. Aber Jesus nicht. Es ist der gleiche König. Es ist ein Bild für Gott, der barmherzig ist, unendlich barmherzig, der bereit ist, die Schuld zu verzeihen. Aber der will, dass wir ihn nachahmen. Ganz einfach. Seid barmherzig, wie es euer himmlischer Vater ist, sagt Jesus in der Bergpredigt. Alles Sätze aus dem Matthäusevangelium. Alles in einer Linie. Da ist nichts später hineinoperiert, nichts transplantiert von irgendwelchen bösen Vorstellungen, die die schöne Jesusgeschichte kaputt machen.
Es ist ganz deutlich. Und wenn wir in die Frühzeit des Christentums schauen, liebe Schwestern und Brüder, in diese Bewegung, die ich so oft zitiere, von der wir heute so viel lernen können, die alten Mönche in der Wüste, die hatten kein Exegesestudium, aber manchmal waren das ganz einfache Verlachen, wie Antonius der Große. Sie haben intuitiv das Evangelium verstanden, weil sie es eingeatmet haben, weil sie es ernst genommen haben. Und einer ihrer Maxime hieß, niemals einen anderen richten. Niemals. Das ist Sache Gottes. Ich weiß, wenn ich das so sage oder auch wenn ich es lese, diese vielen Geschichten, die es dazu gibt in den Aussprüchen der Väter, wenn man das liest, wird man selber blass. Und manchmal ist man noch nicht ganz in der Sakristei, hat man schon wieder damit angefangen. Ich spreche von mir. Ich hoffe, euch geht es anders. Wir haben uns das so angewohnt. Wir müssen das Maß Gottes lernen, liebe Schwestern und Brüder. Das ist das, was Jesus mit dieser Geschichte will. Und das Maß Gottes zu lernen heißt, dass wir jeden Tag auch nicht uns vor Gott klein machen, aber dass wir wissen, dass wir ihm gehören. Paulus sagt uns das heute in der Lesung im Römerbrief. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Wir sind seine Sklaven. Ambrosius sagt es auf seinem Totenbett. Wir haben einen guten Herrn. Das sagt das Evangelium heute. Wenn wir ihn anflehen, ist er bereit, uns alles zu verzeihen. Aber was er erwartet, dass wir ihn nachahmen, dass auch wir das tun, dass wir so handeln wie Gott, der, von dem Jesus auch in der Bergpredigt sagt, seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen. Er wartet mit seinem Gericht. Gott ist geduldig. Die Barmherzigkeit sollen wir nachahmen, aber nicht das Gericht. Das ist allein Sache Gottes. Denn so wie wir die anderen behandeln, wird er uns behandeln. Wir können es also nicht mehr, wir können uns nicht aus der Affäre ziehen und sagen, ja, aber da. Wir müssen nur unser eigenes Verhalten anschauen. Es ist eigentlich sehr einfach und doch so schwer. Wir haben diese Mechanismen in uns. Und genau die müssen wir bekämpfen. Vielleicht nehmen wir dieses Wort einmal mit in diese Woche. Vielleicht ist die Woche schon zu groß. Ich will das Evangelium jetzt hier nicht unter Preis unter die Leute bringen, aber vielleicht nehmen wir es nur einmal heute mit. Nicht zu richten. Egal, welche Visage Sie im Fernsehen sehen. Egal, welche Worte Sie hören oder was Sie gesagt bekommen. Oder so. Nicht zu richten. Sondern geduldig zu sein. Hättest nicht auch du Erbarmen haben müssen mit dem, der mit dir in meinem Dienst steht, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?